Ja, Vorfreude auf jeden Fall, aber natürlich auch eine Anspannung und eine hohe Konzentration, dass wir die Sachen, die wir jetzt beeinflussen können im Vorfeld und auch an dem Abend einfach, dass wir ja, da mit maximaler Energie rangehen und dafür auch uns den Raum geben, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein und dann aber auch die Energie haben, um alles reinzulegen. Und insofern Vorfreude ja, aber natürlich auch eine Anspannung. Ja, Hannover ist natürlich eine sehr gute Mannschaft die mit sehr viel Kraft nach vorne spielt, mit einer hohen Dynamik, einer hohen Geschwindigkeit, haben einfach viele schnelle Spieler, auch mit vielen Spielern nach vorne spielt. Und über Gegenpressing, über Geschwindigkeit, über Druck auf den Ball, das Ganze angeht. Insofern kann ich ausschließen, dass es langweilig wird. Es wird definitiv ein interessanter Abend. Und ja, wir treffen da auf eine Mannschaft, die uns maximal fordern wird. Und wir natürlich auch ihre Qualität, ihre Möglichkeiten anerkennen. Und wir wissen, dass wir eine Topleistung brauchen, um dem Stand zu halten. Alex Maxim hat wieder trainiert. Wir haben nur mit Marcin Kaminski und Flo Klein zwei Spieler, die krank geworden sind, wo ich aber davon ausgehe, dass sie und Klein, und Florian Klein, wo ich aber davon ausgehe, dass sie wieder fit werden. Und Miguel Moreira ist auch krank. Aber ich glaube, er wird auch fit zum Spiel. Ja, das freut uns natürlich. Also die letzten Wochen und die Ergebnisse, die wir liefern konnten, das wirkt sich natürlich auf die Stimmung aus. Das ist ja sehr klar, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass deswegen unkonzentriert gearbeitet wird. Und wir fordern uns da maximal im Training, in den Abläufen. Und die Mannschaft ist da auch dabei, auch in den kritischen Themen, die es natürlich trotzdem gibt. Das ist gut. Es fühlt sich gut an und insofern bin ich mit der Atmosphäre in der Gruppe sehr einverstanden. Was haben wir denn heute? Freitag? Nur noch 9 Tage bis zur Winterpause und in diesen 9 Tagen werden wir alle, und dazu gehören auch die Spieler, die jetzt nicht von Anfang an spielen, die haben sich auch großartig verhalten, auch zuletzt, alle Energie da reinlegen. Und danach wissen wir, dass wir eine Vorbereitung haben, dass da Karten neu gemischt werden, dass Positionen neu vergeben werden, dass jeder in der Vorbereitung auch seine Chancen bekommt. Und insofern habe ich jetzt keine Sorge, dass wir atmosphärisch gestört durch diese letzten 9 Tage kommen, weil das wirklich auch absehbar ist. Und ich das Gefühl habe, dass sich alle wirklich in den Dienst des Vereins und der Mannschaft stellen. Für mich ist erstmal überhaupt nicht der Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen, weil ich finde, diese beiden Spiele, die jetzt noch kommen, sind so wichtig und so bedeutsam, um diese Bilanz auch ziehen zu können. Weil wenn ich so heute ziehe und wir beide Spiele verlieren, dann verändert sich die Situation wieder und deswegen würde ich das gerne am 18.12. so um 15:18 Uhr nach dem Würzburg-Spiel, da kann ich gerne Bilanz ziehen. Wir sind hier gut aufgenommen worden vom ersten Tag. Die Mannschaft steckt die Arbeit rein und es fühlt sich auf jeden Fall gut an mit allem, was auch inhaltlich und in den Spielen. Wir verschließen nicht die Augen davor, dass wir vieles besser machen können, aber es ist der falsche Moment, um Bilanz zu ziehen.